Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich will euch jetzt diesmal nicht so lange auf die Folter spannen. Und zwar gibt es heute im zweiten Teil für euch meine Lidschattenpalettensammlung mit ganzen, wenn ich mich nicht verzählt habe, 98 Paletten. Wenn ich mich verzählt habe, 88, was die Zahl nicht viel besser macht. Ich habe auch übrigens meine Lashes gezeigt, deswegen geht's jetzt los. Kommen wir nun zu meiner Palettensammlung. Also wir fangen mal hier über die Ecke an. Ich muss sagen, ich habe die heute extra umgeordnet. Das wird, glaube ich, in zwei Ebenen nochmal aufgeteilt, aber jetzt ist es erstmal so, ohne viel herumzuwerkeln. Als allererstes seht ihr hier die Collection-Reihe von Catrice und ich habe alle Paletten davon. Hier ganz vorne seht ihr die ganz neue, dazu drehe ich noch das Video. Und zwar ist es die Move-Palette. Wir werden einfach mehr dazu erfahren, ansonsten habe ich alle Videos gedreht zu den Paletten, deswegen muss ich euch die nicht zeigen. Genau, dann kommen wir wieder zu Sammlerstücken. Und zwar sind es von P2 Edition Paletten. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Dreamers, Hipsters, dann haben wir Glamorous, dann haben wir For the Rebels und For the Fashionables. Die sind natürlich auch nicht mehr gut verwendbar. Hier haben wir meine Mini-Paletten von GH Cosmetics. Ansonsten habe ich noch einzelne von Essence. Ich stelle euch erstmal nacheinander alles vor. Als allererstes hier habe ich meine Kobo Professionals Palette. Und zwar ist es halt so eine Naturmarke aus Polen. Habe ich geschenkt bekommen. Und zwar haben wir 4 Lidschatten von NYX. Wow, lustig. Aber es sind meine Single Eyeshadows. Die habe ich umgepflanzt darin. Und die sind in meiner Nabla magnetischen Palette. Die zeige ich euch später. So, dann haben wir hier 3 LEs von Essence tatsächlich. Ich hole die mal raus. Das ist die Ho 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 Edition. So eine 9er Palette. Habe ich richtig gefeiert. So, dann kam noch die Bloom Baby Bloom World Edition raus. Ich erinnere mich auch daran. Auch richtig schöne Farben. Und zum Schluss die Crystal Power Palette. Natürlich ist die nicht zu vergessen. Die sind ungefähr in gleicher Größe zu den BH Cosmetics Paletten dementsprechend. Sehen Sie jetzt hier vorne. Die Paletten waren nämlich früher, als der Platz es erlaubt hat, alle Größen sortiert. Und jetzt direkt danach kommen diese Mini-Paletten, also diese 4x4 Paletten von BH Cosmetics. Angefangen mit der Flower Power, die habe ich vor kurzem vorgestellt. Und dann eine Palette, die kam zu Weihnachten raus, die Nice Palette habe ich ebenfalls vorgestellt. Ich glaube, ich habe ab jetzt fast alle Paletten. Das ist nämlich das Besondere. Ich zeige euch mal alle Paletten, die so rausstehen. Das ist für mich ein Zeichen, ich muss die noch abfilmen, damit es mich jedes Mal nervt, dass meine Sammlung nicht perfekt geordnet ist. Also, wie schon gesagt, aufgehört bei der Color Vivace. Die finde ich übrigens alle super besetzt. Romantic Nomad. Dann die Digital Future Palette. Die sind alle sortiert nach Datum, wann sie rausgekommen sind. Ich weiß, ich bin ein bisschen Sortierfreak. Dann habe ich hier die Golden Twilight. Auch eine richtig schöne. Dann die Summer Lovin'. Die habe ich so oft verlost, weil sie einfach so geil ist. Dann die Illusion Palette habe ich auch noch einmal da. Die wird demnächst verlost. Könnt ihr euch freuen. Zunächst die Midnight City Palette. Ein Verkaufsschlager damals. Und nicht zu vergessen, meine meistgenutzte Palette aus dieser Serie, die Moroccan Sunset. Die hat einfach für grüne Augen die perfekten Töne. Und wer sich erinnert, die 2 allerersten Paletten aus der Serie, Afternoon Rendezvous Palette, die sind übrigens immer noch gut und funktionieren auch richtig gut. Und die allererste Palette war die Midnight Affair Palette mit den schönen lila Tönen. Es ist einfach mal schön, so eine Entwicklung zu sehen von den Paletten. So, der Herzschmerz des Jahrtausends. Und zwar waren die Paletten mal nebeneinander sortiert, weil die von der Größe perfekt passten. Und zwar sind es alle Paletten von BH Cosmetics aus der Zodiac-Reihe, diese Mini-Zodiacs. Ich habe eine ganze Playlist dazu. Ich werde die euch einzeln nicht zeigen. Allerdings, wie ihr sehen könnt, jede hat eine Folierung von der Seite. Und ein kleiner Fun-Fact, den muss ich euch unbedingt zeigen. Und zwar, wenn man sie richtig sortiert, dann sieht man hier so einen schönen Slalom-Verlauf. Dann kommen wir weiter. Und zwar sind es etwas größere Paletten. Die sind auch mal wieder alle nach Größen sortiert. Zuerst die von Essence. Und zwar einmal die Follow Your Heart Palette. Never Give Up Your Daydream Palette. Beautiful Palette. Und Love What You Do Palette. Auch mal wieder alle bereits von mir vorgestellt worden. Zunächst haben wir dann jetzt erstmal She Glam. 2 Paletten. Einmal die Seafoam. Und einmal die Rhapsody Palette. Ich weiß, es gibt noch mehr Paletten aus dieser Serie. Die habe ich mir bereits angeguckt. Dadurch, dass ich die eine für 2,70 Euro erwischt habe, bin ich dementsprechend auch so geduldig und warte, bis sie wieder im Sale sind. Jeder, der sich erinnert, die Palette, die 2-mal rausgekommen ist, und zwar die Shannon XO The Remix Palette. Und zwar gab es eine Version mit Lidschatten und dann gab es eine Version mit Lippenstiften. Genau, die mit Lippenstiften, die zuerst rauskam, die hat mich gar nicht interessiert. Aber die mit 2 Seiten, die
die packe ich mal aus für euch. Also ich habe sowas von gefeiert. Also ihr seht hier Lidschatten und Spiegel. Und andere Seite genauso. Die sehen gerade ein bisschen komisch aus wegen den ganzen Effektlichtern. Naja, dann kommen wir rüber zu der Birthstone Collection. Ihr seht, ich habe hier 4 Paletten. Oh ne, sind schon 5. 1, 2, 3, 4, 5, genau. Oh, das ist jetzt aber peinlich. Das habt ihr jetzt nicht gesehen, dass ich mir sowas erlaube. Und zwar habe ich ebenfalls alle vorgestellt. Ich werde euch die nicht zeigen. Die Videos sind noch sowas von aktuell. Also die sind alle von diesem Jahr. Dann kommen wir rüber zu 2 Herzstücken. Einmal meine Nabla-Palette. Und zwar ist es eine magnetische Palette. Hier habe ich meine geliebten, aussortierten Lidschatten. Hier habe ich 4 Pigmente. Die sind von Kobo. Dann habe ich einen Highlighter von Catrice, glaube ich. So ein Highlighting-Eyeshadow. Und dann habe ich hier 4 Lidschatten. Die sind von Trended Up. Ansonsten oben von Essence. Das ist zum Puder arbeiten, also halt fürs Gesicht, für Halloween. Das wird halt jedes Jahr benutzt. Da geht mir das Herz auf. Love Cosmetics und Hatice Schmidt. Mal wieder zugeschickt bekommen. Die Qualität der Lidschatten. Also man sieht mal wieder die Farben sehr schlecht. Aber die Qualität, also muss ich sagen, es war eine meiner ersten, in Anführungsstrichen, High-End-Paletten. Love Cosmetics ist ja so eine Drogerie-High-End-Marke, also die Qualität stimmt. Also wir sind leider noch lange nicht durch. Ich habe hier als nächstes Levi Dong Prims. Ich kann immer noch seinen Namen nicht aussprechen. Auf jeden Fall war das eine richtig schöne Collaboration von BH Cosmetics. Also die Lidschatten, das war damals so die erste Palette, wo ich halt wirklich mit geschockten Augen dastand und mir dachte, das ist mal Pigmentierung. Weiter geht's. Und zwar habe ich hier von Catrice Cosmetics und Maxime Giacomo die Pressed Pigment Palette. Wow, war das ein Release. Also ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber das war auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit, weil das war so das erste Mal, wo Jungs in Make-up mal so einen Durchbruch in Deutschland hatten. Also wir hatten das ja schon mit Marvin Cosmetics und mit BH, aber auch mal andere Marken, ne? Nicht nur die ganze Zeit BH Cosmetics. So, kommen wir mal rüber zu einer Sammelreihe. Da gab es jetzt nicht so viele Paletten. Die sind jetzt nicht mehr so datumsmäßig sortiert. Aber ich habe auf jeden Fall einmal die Weekend Festival Palette. Das war eine der bunteren Paletten von BH Cosmetics. Ich liebe es einfach. Dann eine Palette, die ist in einer ähnlichen Reihe. Und ich schäme mich so sehr. Dazu sollte ein Video kommen und dann habe ich sie völlig vergessen. Deswegen stand sie auch so komisch, wo sie rausgeguckt hat. Ich werde das definitiv nachholen. Letzten erst darüber geredet. Die Royal Affair Palette, weil sie von der Farbgebung her sehr ähnlich ist zu der Birthstone Collection, der Emerald Palette, die gerade rauskam. Dann wieder eine Festival Palette. Ich glaube, das war alles zu Coachella Zeiten mit diesen wunderschönen grünen Neontönen. Dann die Fairy Lights Palette, eines der wunderschönsten LEs, die es gab. Ich habe damals nur die Palette geholt, die Pinsel waren mir zu teuer. Kommen wir mal zu 2 Herzstücken mal wieder. Und zwar ist es von Marvin Magnificent, die Marvicon Palette mit BH Cosmetics. Eines der ersten Collabs in Deutschland. Das war auch ein Riesenerfolg und das war damals so meine erste Boom-Pigmentierung-Palette. Also die performt heutzutage nicht mehr so geil, aber damals war es einfach so ein Moment. Und dann haben wir natürlich die große Schwester und zwar die Magnificent-Palette von Marvin. Muss man dazu noch was sagen? Wunderschöne Palette mit wunderschönen Lidschatten. Das ist tatsächlich bei meinen Kunden eines der beliebtesten Paletten. Ich habe ja zurzeit keine Kunden wegen Corona. Dann kommen wir mal wieder zu einem Collab mit Influencern. Die Kisu-Palette vom Make-Up Revolution. Muss sagen, ich gucke die Kisu nicht mehr so oft. Allerdings habe ich sie früher sehr gerne geguckt, als ich jünger war. Und ich bin echt froh, dass ich eine Palette von ihr haben darf. Kommen wir mal wieder zu einer Reihe. Die ist bei vielen bekannt, ansonsten bei anderen beliebt. Die Sweet Shop Collection hier. Wie schon gesagt, alle Paletten. Also das ist die Pistachio, da habe ich ein Video dazu. Dann habe ich als nächstes hier die Sugar Cone, die ist auch gerade eben erst gedreht worden, das Video. Dazu gibt es auch eine Review und zwar ist das die Bubblegum mit den wunderschönen blauen Tönen. Und die 3 Paletten, da könnt ihr euch drauf freuen, die werde ich in den nächsten Wochen einbauen. Und zwar einmal die Cotton Candy Palette mit dem wunderschönen lila Ton und Pink Tönen. Die Orange Sorbet Palette, wie der Name schon sagt, geht es in Orange Richtung. Und dann eine Palette, die Cherry on Top. Mit Rottönen habe ich bei meiner Mutti schon mal getestet, aber nicht an mir. Wir sind fast durch. Also hinter dem Bein versteckt sich eine Palette und zwar die Make-A-Wish Little Fish. Und zwar war es eine LE im Sommer letztes Jahres von Essence. Es gab 2 Paletten, ich konnte leider nur eine ergattern. Qualität ist auf jeden Fall richtig geil. Ihr braucht einfach nur meinen Namen bei YouTube einzutippen und dann die Palettennamen.
und dann findet ihr meine Videos. So, dann habe ich hier eine Palette, die werde ich wahrscheinlich nie reviewen, weil es keine richtige Lidschattenpalette ist. Allerdings, also ohne jetzt emotional zu werden, die habe ich von meiner Mutti zu Weihnachten geschenkt bekommen. Also das sind richtig qualitative Sachen. Also die sind zwar in diesen typischen Emulsionen, die man kennt von so Kinderschminke. Allerdings, wenn ihr eine Base runtersetzt, sind es richtig schöne Sachen, die dabei rauskommen. Und warum das mich so emotional macht, ihr müsst euch so vorstellen, ich bin so ein bisschen konservativer aufgewachsen. Das war so eine erste Näherung von mir und meiner Mutter, was das Make-up anging. Also sie wusste davon und sonstiges, aber wir haben noch nie so richtig drüber gesprochen. Und das war für mich so ein erstes Mal, wo ich das Gefühl habe, dass sie mich so richtig supportet in meiner Make-up-Sache. Und das war einfach so ein Herzensgeschenk. Also da geht mir echt das Herz auf, wenn ich das jedes Mal sehe. Werde ich niemals wegwerfen, selbst wenn da 2 Tonnen Schimmel drin sind. Drop Dead Gorgeous Palette, die habe ich zu Halloween reviewed. Da habe ich aus der Collection tatsächlich auch nur diese eine Palette geholt, weil die Lidschatten, die waren in der Mini-Palette vorhanden. Also das war kein riesengroßer Gewinn für mich gewesen. Also das wäre die Staple-Palette von BH Cosmetics, die Take Me Back to Brazil Palette. Und die war so erfolgreich, dass direkt 3 andere Editions es gab. Ich habe nur 2 ergattern können. Also einmal die Take Me Back to Ibiza. Es gibt noch die Rio Edition. Wenn sie verfügbar sein wird, werde ich sie auf jeden Fall auch reviewen. Bei dieser Palette, weil ihr gerade seht, dass sie auch rausguckt, ich habe dazu nur eine Swatch Party gemacht und wollte auch eine Review machen. Und ich habe die tatsächlich noch nicht auf Augen getestet. Dementsprechend wird das auch nachgeholt. Die Glitz Whiz von Shein, eine der schönsten Paletten, die bekommt ihr eigenes Video. Weiter geht's mit 2 Schwesterpaletten. Ich liebe das Prinzip von Schwesterpaletten. Und ich finde, das war eines der erfolgreichsten Influencer-Collaborations von BH Cosmetics. Die Mrs. Bella Paletten. Einmal die Day-Version, einmal die Night-Version. Also einmal die normale und einmal die Dark Side. Das sind Paletten bei meinen Kunden damals. Das waren die Go-To-Paletten. Die Leute haben sie geliebt. Essence Cosmetics mit einer LE, die 2-mal rausgekommen ist, weil sie so erfolgreich war. Fall Back to Nature. Ich habe die Lidschattenpalette niemals so lieb gehabt, um sie zu kaufen. Aber die Blush-Palette mit wunderschönen Blush-Farben für jeden Hauttyp und Hautton in so einer Qualität, dass man auf jeden Fall damit Eyeshadow-Looks machen kann. Von Alicia Marie, 1991 Collaboration, wie der Name schon sagt. Dazu gibt es viel mehr Produkte und ich glaube, darüber brauche ich nicht reden, weil die Palette habt ihr schon so oft auf meinem Kanal gesehen, also ich glaube, die wollt ihr nicht noch einmal sehen. Dann haben wir von Revolution Pro magnetische Palette und da drinnen sind wir auf jeden Fall wunderschöne Sachen. Einmal habe ich hier so einen Schimmerlidschatten von Trended Up, dann habe ich hier von NYX Cosmetics einen Taupe-Lidschatten, der ist für meine Crease zum Verblenden. Ansonsten habe ich hier einen Bronzer von Rival The Loop, der ist richtig schön. Dann habe ich hier einmal den, wie heißt der nochmal? Auf jeden Fall ein sehr schöner Bronzer von Maybelline. Der wurde mal als Dupe rausgebracht zu einem sehr teuren Bronzer. Ich erinnere mich nicht mehr. Auf jeden Fall, das ist mein liebster Bronzer neben dem von Hatice Schmidt, weil er so einen schönen Peach-Ton dazu hat. Dann habe ich hier nochmal 2 losen Lidschatten von NYX und ansonsten von Kiko Milano. Meine losen Lidschatten in verschiedenen Effekten und Finishes. Und meine 3 letzten Paletten, zwar die großen Zodiac-Paletten. Und zwar haben wir die allererste. Richtig schöne Farben. Dazu habt ihr natürlich in der Zodiac-Playlist auch ein Video. Die Love Science Edition. Die war auch so geil, also auch wundervoll. Und dann kam noch eine extra Edition raus, die ist tatsächlich immer noch verfügbar. Ja, das ist die Crystal Zodiac Edition. Und da habe ich voll vergessen, das Video zu filmen. Und tatsächlich waren das all meine Paletten. Also ich hoffe, einige haben von euch mitgezählt und können mir jetzt sagen, ob das 98 oder 88 waren. Und ansonsten machen wir jetzt weiter. Zu Lidschatten passen natürlich auch perfekt Lashes. Und deswegen zeige ich euch mal meine Schublade, die direkt hier drin ist. Und zwar, wir haben da hinten individuell Lashes, also wie schon der Name sagt, individuelle. Da versuche ich jedes Mal andere Marken zu nehmen und probiere mich noch ein bisschen durch. Die sind jetzt von Primark, die funktionieren am liebsten bei mir. Deswegen, wenn ich mal da wieder unterwegs bin, werde ich mir die nachkaufen. Genau, dann habe ich hier von Alicia Marie aus der Pinselreihe den Karton, weil ich den einfach liebe und nicht wegwerfen will. Dann habe ich hier von Catrice noch Wimpern. Dann habe ich hier eine Collaboration von Lashes by Lucy und Adele Nath. Also Adele's Make-up heißt sie auf Instagram. Sie sind ein bisschen berühmter. Was ist ein bisschen berühmter? Die ist halt richtig berühmt mittlerweile. Ich konnte sie zum Glück über Twitter kennenlernen von Hatice Schmidt.
die drei Lashes, die rausgekommen sind, beziehungsweise zwei Paare waren das, mit Love Cosmetics. So, der Akku war kurz leer. Also, wo ich denke, wie mit unser Naomi John hat mit Melody Lashes Wimpern rausgebracht. Da habe ich mir den Style Taco mitgenommen, die richtig schön Barbie krass sind. Das war damals für die NYX Dolce Search. Ich bin ein großer Fan, allerdings sind sie so teuer. Ich konnte mir halt zu diesem Zeitpunkt nicht den Rest leisten und das wollte ich dann auch irgendwann mal nicht mehr, weil ich halt nicht so der größte Lash-Träger bin. Bei Alicia Marie habe ich damals ein bisschen mehr gesplurged, da hatte ich auch ein bisschen mehr Geld übrig. Da habe ich mir alle vier Lashes geholt. Dazu gibt es auch noch eine Review, die könnt ihr euch gerne angucken. Ansonsten war das schon mal meine kleine Lashes-Schublade. Ansonsten sind wir mittlerweile am Ende des Videos angekommen. Ihr kennt das Spiel. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Ansonsten in die Kommentare schreiben, was euch gefallen hat oder auch nicht gefallen hat. Ich bin immer offen für Kritik. Ihr habt einen kurzen Moment Zeit, meinen Kanal zu abonnieren. Vielen Dank dafür. Ansonsten sehen wir uns am Freitag um 17:30 Uhr zu einem neuen Teil von der Schminksammlung. Tschüss!